So, herzlich willkommen zurück bei Silent Hill 1. Und wir haben schon ein bisschen weiter gespielt, um ja nicht so viel Zeit zu vergeuden, sagen wir mal. Es zieht sich ja zwischenzeitlich doch mal ein bisschen. Und lasst euch nicht stören, ich esse jetzt nebenbei ein bisschen was. Ja, deshalb werde ich jetzt mehr kommentieren. Genau. Also wir fotografieren einfach mal diese Bilder. Das haben wir wirklich wieder durch ganz dummes, ich wende einfach mal alles auf alles an, Methoden herausbekommen. Indem wir einfach hier beide Bilder mal mit allem benutzt haben. Und zwangsläufig kam dann auch die Kamera dran und plötzlich erscheinen hier merkwürdige Symbole. Symbole. Und wir wissen ja, wir haben hier an den Türen drei Tafeln jeweils, wo wir so eine Muster eingeben können, beziehungsweise markieren können. Und genau das machen wir jetzt. Ich muss nur noch mal kurz gucken. Ja. Du schaffst das. Natürlich. Also wir haben echt schon, sagen wir mal, 10 Minuten weitergespielt, ne? Ja. Könnte man schon so sagen. So, Tür 1 ist offen. Falls das den Leuten zu souverän vorkommt, wie wir das hier gerade lösen. Ja. Aber war ein bisschen, muss man erstmal drauf kommen. War wieder blöder Zufall. Na, weil wir vor lauter Verzweiflung. Haben uns wieder blöde gefreut. Wir haben vor lauter Verzweiflung wieder alles mit allem verwendet. Also, und dann passiert halt sowas. Aber naja, war schon ein bisschen grenzwertig, das Zeug zu fotografieren. Der Pfeil bewegt sich aber. Ja, flink. Der ist wirklich Zeitlupe. Wie war die Öffnung? War die so? Nee. War die nach oben? Oder war die nach unten? Guck doch einfach nochmal. Nee, dann ist ja alles futsch. Nee, glaub nie, oder? Doch. Ja. Nee, so und dann. Ich glaube. Ja. Oh. Siehst du, du kannst es doch noch. Yes. So, dann gehen wir einfach mal in den ersten Raum rein. Ich muss sagen, ich bin schon ein bisschen zufriedener. Ja, wir haben halt festgestellt, der Roy war ein bisschen kratzbürstig beim letzten Mal, weil er Hunger hatte. Und jetzt haben wir das aber geklärt. Vogelkäfigschlüssel. Ja, ich mach das schon. Wir finden einen Vogel. Ey. Ist ruhig in Ruhe, du sollst ja nicht reden, so unbedingt beim Essen. Nicht, dass du dich verschluckst. Ich bin doch ekelfertig. Ich kann diesen Heilmilchgriff kann ich nicht. Bitte einen dritten Döner. Obwohl, genau, der dritte Döner ist schon fast runter. Oh, jetzt so, hab ich voll Hunger auf Döner. Wir finden ein Tonikum. Da ist ein Lesezeichen. Weiße Claudia, ganzjähriges Kraut, das sich in der Nähe von Gewässern findet, erreicht eine Höhe von 25 bis 40 Zentimetern. Längliche Blätter, weiße Blüten. Samen enthalten ein Halluzinogen. Antiken Quellen zufolge wurde es bei religiösen Zeremonien verwendet. Der halluzinogene Effekt war ausschlaggebend dafür. Ja, schön, ne? Aber es hat um 23 Uhr noch geöffnet. Keine Ahnung. Hey, hier liegt da so ein komischer... Außer McDonald's. Keine Ahnung. Voll die Marktlücke, ne? Voll die Marktlücke. Spätabends haben die meisten Leute nochmal Hunger. Na, in einem bestimmten Stadtteil würdest du noch einen Döner kriegen. In deinem? Na, Neustadt. Ja. Hast du nicht bei Stadtplaner? Gibt's in jeder großen Stadt eine neue Altstadt, klar. Echt? Achso, hier hatten wir den Vogelkäfigschlüssel. Wie dumm. Nein, wir gehen jetzt natürlich runter. Also fahren wir dann noch in den Neustadt. Wir haben ja unser Tagwerk erledigt. Ja, okay, können wir machen. Quatsch! Dann fährst du mir aber auch nach Hause. Jetzt habe ich mir die Bohnen reingedreht. Roy, geh die Bohnen wieder auskotzen. Wir gehen jetzt Döner holen. Nee. In der Neustadt. Ich war halt schon nicht joggen. Da kann ich mir keinen Döner leisten. Oh. Ich habe schon schlechtes Gewissen, du. Vielleicht ist diese innere Unruhe von mir auch vom leeren Magen gekommen. Naja. Ich habe auf Arbeit heute gegessen. Aber trotzdem hat du musst im Vogelkäfig. Ja. Machst du gut. Ich hatte gerade kurz einen Denkfehler. Fein, dieses Flattern, das macht mich kaputt. Habe den Vogelkäfigschlüssel verwendet. So, wir kriegen den Schlüssel des Fahrleg. Nicht des Fahrlehrers, sondern und des den müssen wir genau hier daneben genau verwenden. Genau rechts daneben. So, dann schauen wir mal.
was sich dahinter verbirgt. Das habe ich nämlich nicht gesehen, weil ich habe mir Essen gemacht. Der hat's gesehen, der hat das Licht ganz automatisch angemacht, ne? Die Sau. Mach doch aus, das Licht. Hä? Was sag doch, du kennst es ja schon. Ich habe das schon gespielt, hier kommt ein unsichtbarer Gegner. Hier da. Siehst du? Ja. Aha. Du musst bestimmt drauf treten. Das müsste ich mal sehen. Ah, hier. Sehr gut. So, den hätten wir. Es ist abgeschlossen, das Wort Betor ist in die Tür eingeschnitzt. Aha, brauche bestimmt einen Betor-Schlüssel. Aha, hier sind wir wieder in der Küche. Yep. Okay, hier, ich untersuche nochmal alles, aber hier war nichts, soweit ich das gesehen hatte. Das einzige Interessante hier ist der Kühlschrank, der hängt in ein Messer dem dran. Ein Messer steckt, beziehungsweise ein Dolch. Und hier, ein Glied fehlt in der Kette. Ja, da hat sie da erzählt, dass sie den Ring genommen hatte. Genau. Also, falls ihr euch jetzt wundert, warum wir hier so reden, Roy war in der Küche und hat sich Essen gemacht und ich habe schon mal weitergeguckt, damit wir hier weiter schnell vorankommen. Und ich habe einfach mal aus Jux, weil ich dachte, ein Glied fehlt in der Kette, packst du mal den Ring mit rein und es funktioniert. Habe den Vertragsring verwendet. Dann gehen wir mal. Aber warum auch immer? Anscheinend ist da irgendein Vieh drin. Hm. Die Kette ist mit dem Ring befestigt. Gut. Dann hätten wir das. Gehen wir mal in den nächsten Raum. Ja, der ist ein bisschen creepy. Von 999 und sowas. Kill. Hä? Das nimmt ja immer komischere Ausmaße an, das Spiel. Ja, was hast Wir du erwartet? Wir finden hier nur religiöse Symbole, ne? Yep, irgendwelche Ein Ankh-Kreuz. Steht doch für Wiederbelebung, glaube ich. Was? Hm? Boden und Wände sind mit Graffitis übersehen. Er hat gerade irgendwas anderes gesagt. Nee. Echt? Ich glaube, das war das. Scheiße. Gibt es hier noch irgendwas? Ich denke nicht. Gut. Haufen Augen. Und ohne Karte ist das Ganze echt schwierig. Finde ich zumindest. Mit der Karte war das so schön übersichtlich. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wo sind wir hier denn gelandet? Oh, hier war ich auch noch nicht drin. Ein Lagerraum? Hier war ich tatsächlich nicht drin. Super. Da hier. Pistolenpatronen. Okay. Okay. Der muss von der anderen Seite kommen. Ist das wieder diese Schnalle? Ich falle immer drauf rein, ich denke immer, da ist was. Schnalle, ey. Die Schnalle. So, Tonikum. Was liegt denn da? Ein Heft. Oh, das ist nur mein Handy. Gelee-Bohnen, wollen Sie den Beutel öffnen? Na, mach los. Du mal mit deinem Handy, ich mach das hier. Ja, ich wollte nur warten, bis der Ton weg ist. Was ist denn das? Ist das ein SMS? Ja. Okay. Ja, sehr gekonnt. Ah, ein Schlüssel. Nee. Doch. Schlüssel des Betor. Ah, sehr gut. Und da können wir jetzt rein. Na, da gehen wir doch gleich rein, oder nicht? Was ist das für eine Tür? Achso, nee, da sind wir nicht hergekommen. Hä? Hä? Was auch? Jawohl! Ja, kann man das Video angucken. Endlich! Ich dachte schon, wir können das nicht mehr machen. Na, dann mal schön Fresse halten jetzt. Hauptsache, du hältst die Frage. What is it? Still has an unusually high fever. Eyes don't open. Getting a pulse, but just barely breathing. Her skin is all charred. Even when I change the bandages, the blood and pus just start oozing through. Why? What is keeping that child alive? I can't stand it any longer. I won't tell a soul. Promise.
Also bitte. Okay, jetzt habe ich das verstanden. Was hast du verstanden? Na, du hast doch gemeint, es wird noch erklärt, wen die pflegt. Ach so, und wer ist das? Ja, keine Ahnung, aber irgendein Mädchen. Aha. Irgendein Kind. Interessant. Na, Cheryl wird's nicht sein. Du kommst da nie drauf, wenn man das nie explizit erklärt, was da Phase ist. Dann ist es eben diese Dahlia Gillespie, ja, oder wie die heißt. Mit dem Kult was zu tun. Du kannst gerne, wenn wir das durchhaben, dann... Oh Gott, das kriege ich alles so nicht zusammen. Nee, beim Abspann kannst du gerne alles erzählen, was du denkst. Boah, wie sieht's denn hier aus? Das ist doch wieder der Dingsraum, wo du den Strom ab- und anstellen kannst. Na, den brauchen wir doch jetzt, um den Strom abzustellen für das... Den Schlüssel oben? Ja, klar. Ah. Damit wir den Schlüssel kriegen. Aber für was ist denn der Kackschlüssel? Da steht was. Ja, das haben wir letztes Mal schon, das ist... Hä? Das hast du wieder angemacht. Fuck. Ach, den Schlüssel oben haben wir jetzt noch gar nicht geholt, sozusagen. Ja, wir haben ja die Stromzufuhr noch nicht unterbrochen gehabt. Gut. Aber wir gehen erstmal weiter. Ja, geh erstmal weiter. Du merkst die zweite Etage? Das weiß ich auch so. Nee, hier waren wir schon drin. Ja. Das war der Raum. Wir waren aber noch nicht gar gegenüber. Nicht mehr durch. Hier waren wir noch nicht. Ich sehe jetzt gar nicht mehr durch. Ja, ich sehe dafür so ein bisschen durch. Gut. Nee, scheiße, hier doch, waren hier waren wir auch. Ja, wir müssen jetzt hinten noch den letzten Raum. Das. Der hier hinten. Also die beiden hier. Einer ist, glaube ich, auch abgeschlossen. Ja, dann finden wir da den Schlüssel für den, also den elektrischen Schlüssel. Das ist dann der hier noch reingeht. Ah, okay. Das Wort Aratron, hm? Das hat alles irgendwas mit der Sekte zu tun hier. Diese ganze... So, hier waren wir noch nicht. Genau, und das ist das Kinderzimmer, was du mir letztens gezeigt hattest. Letztens? Vor 10 Minuten? Ich speichere mal ab. Genau. Es nähert sich alles dem Ende. Dann gehen wir durch die Tür. Oh, überall Kindersachen. So, und jetzt siehst du es gleich. Hier, wir haben jetzt hier 5 Symbole. Du besitze sie, um deinen Geist zu schützen. Führe 5 Rituale aus, enthülle dein Schicksal. Das sind also die Symbole, die wir alle gefunden haben. Ja, und wir können die eigentlich schon einsetzen, die wir schon haben. Setz mal ein. So, wir setzen ein den Stern. Des Salomons. Nee. Dann. Merkur. Merkur. Emblem des Merkur. Du drückst immer auf die Lampe, ne? Lampe ist meine Lieblingstaste. Und dann Dolch des Melchior. 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 So, und eins fehlt noch, aber wir müssen ja eh erstmal den Schlüssel oben jetzt noch holen. Boah, und wieder voll bedrohliche Musik. Ach, gar nicht. Nö. Ich komm aus der Küche. So, na dann zurück in die zweite Etage. Da war ganz hinten... Weißt du noch, wo du hin musst? Ach ja, dort. Dort, ja klar, geradeaus. Hm. Wieder zum Fahrstuhl. Und jetzt kannst du rennen, oder? Hast du die Krankenschwester umgebracht? Hier ist ja keiner. Hörst du das Radio? Aha. Hier ist niemand. Komisch. Ach. Auch weil wir den Strom abgestellt haben, funktioniert der Aufzug nicht. Hä? Wie kommen wir dann hoch? War das denn wirklich ein anderer Raum? Ja. War das auch nicht hier irgendwo drin oder so? Nee, das war oben in dem Durchgang durch. Das ist ja dumm. Wie soll denn das gehen? Wo bin ich jetzt rausgekommen? Ah, hier, ne? Ja, hier. Das ist ja jetzt verdächtig komisch. Nee, das ist echt komisch. Wir brauchen ja den doofen Fahrstuhl. Dann haben wir eigentlich aufgenommen. Weiß ich ehrlich. Nee, ich habe jetzt auch nicht geguckt. Stimmt, der war woanders. Vielleicht können wir jetzt durch irgendeine Zwischenschlüpfer wieder irgendwie dahin. Hier die ganz links, die hier. Ach, hier ist ja auch ein Aufzug. Scheiße. Hey, war der vorher schon da? Nee. Das sah da vorher anders aus. Ja, irgendwie schon. Okay, Vogelkäfig. Wir machen einen kurzen Aufnahmepause. Ich gehe noch schnell in den Raum. Okay, ja, guck mal, die sind alle weg, die Gegner. Gut, Aufnahmepause. Tschüss. Bis gleich.